Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Im Hintergrund wird es dunkel. Das hindert uns aber nicht daran, hier weiter aufzunehmen. Ja, schön, dass ihr es wieder geschafft habt. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin nicht alleine. Bei mir ist die liebe und wundervolle und einzigartige und von mir vergötterte Tayua. Hallo, Tayua. Hallo. Hallo. Ja, wollen wir mal schlafen gehen? Ich bin hier mitten auf der Brücke. Ich habe kein Bett mit und es ist sehr weit zurück. Aber ich kann mich kurz ausloggen. Gar kein Thema. Ah, durch die Zauberei des Ausloggens. So, ich liege. Ich werde noch mal einen Schluck. Ist das eigentlich schon Cheaten? Oder? Ich weiß es nicht. Ich musste einen Schluck von meinem kalten, riesigen XXL-Kaffee-Espresso nehmen. Oh, was sehr klug ist um diese Uhrzeit, Wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Aber ja, okay. Deswegen habe ich auch vor einer Stunde kein Energy mehr angefangen. So, kann ich wieder? Sind wir so weit? Ja, ja. Oh, diesmal habe ich nicht Bescheid gesagt, ja. Ja, ja. Beschwer dich nochmal über mich. Okay. Du nervst. Besser? Hey. Du hast gesagt, ich soll mich nochmal über dich beschweren. Ich tue doch nur, was du mir sagst. Beschweren, nicht beleidigen. Nee, lügen darf man nicht sagen. Richtig. Damit du das mal gleich weißt hier, ne? Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. So. Ach ja. Ach so, und wir brauchen dann noch genügend Gemüse. Schienen mit Redstone-Applikator, dass wir schneller werden, sonst kommen wir nicht an bei der langen Strecke. Damit kann ich dienen. Das ist nicht das Sehr Problem. Schön. Also ich habe jetzt auch leider nicht, wie man die macht, bald. Oh, das kriege ich, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So. Mein Gott, dann kann ich ja bald. Dann kann ich ja bald hier. Ich bin auch bald auf deiner Seite rüber angekommen. Das ist auch gut. Ja, das stimmt. Boah, ich habe 25 Knochen, hätte ich gar nicht gedacht. Dass ich so viel habe. Ich will mich nochmal mit dem Bogen ausrüsten. Oh, und das habe ich gerade gesehen. So, ich habe jetzt nochmal 94 Barreneisen und 6 Blöcke. Mal gucken, damit dürften wir eigentlich hinkommen. Sag mal, stört es dich, wenn wir... Ja. Wenn wir jetzt vielleicht die nächsten Tage dann auch das Weihnachtliche entfernen, also... Das Weihnachtliche kann man nicht entfernen. Ach so, den Tannenbaum. Ja, und den Weihnachtsmann. Da habe ich, ja, das können wir machen. Ja, wenn du das nicht möchtest, dann können wir das auch gerne lassen. Doch, alles gut. Thema. Ich finde das dann nur sehr unpassend. Alles gut, ich muss hier nur mal, ob ich das hier gerade sehe, da kann ich hier nochmal ein bisschen Stuff mitnehmen. Nee, das können wir machen, das ist jetzt nicht das Ding. Na, hier sind noch Knochen, die packe ich auch mal rüber. Wie viel Flint ich auch noch habe, weißt du? Unnormal. Ja, du hast schön Gravel in der Höhle abgebaut, habe ich gesehen. Ja, musste ich ja, sonst wäre ich wahrscheinlich verreckt. Boah, wie durcheinander. Aber so langsam kriege ich, glaube ich. Oh, das ist ja süß. Die Äpfel, ne? Die werden mir hier nicht als Äpfel angezeigt, sondern als Korb mit Äpfeln. Oh. Ich habe 4 Körbe Äpfel. Auch das ist ja süß. Ja, wir können das alles so machen. Alles, was du möchtest. So, mal hier mal ein bisschen. Kann man ein bisschen hier wenigstens aufräumen. Ups. Du, gucke mal. Hinter deiner Kiste. Hallo. Mir fehlt jetzt 1-2 Stacks Stein noch. Komm her, warte. Kannst du mir das hier rüberwerfen? Nein, ich schaff das nicht, ohne zu sterben. Du kannst... 2, 4, 5... Guck mal, was ich da an Weg zurücklegen muss, um herzukommen. Ja.
Warte, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Ich hab gesagt, ich bin noch nicht so weit. Auf welcher Höhe bist du denn? Wow. Ist das hier die Höhe? Nee, noch ein, ne? Ja, noch ein Hoch. Ein Hoch? Hier. Ja. Die Höhe. Ja. Ich mache jetzt hier, das kannst du ja hinterher wieder abbauen. Ich baue mich nochmal ganz kurz zu dir rüber. Das ist eine gute Idee. Ja, wenn du direkt Stein nimmst, dann ist deswegen. Ups. Nicht schlimm. Bist du bescheuert, Spiel? Kann ich bitte Stein setzen? Danke. Nee, nicht die. Wie, nicht die? Ich dachte, ein tiefer, oder? Ja, ein tiefer. Ach ja, ja, ich hab doof gedacht, warte. Experten, Schnexperten. Jo. Auf der Höhe, ne? Ja. Bin ich doch da? Nicht. Was? Ah, es war doch nicht die Höhe. Es war noch ein tiefer, krass. Egal, das kannst du ja korrigieren, du kannst das ja. Bist du soweit? Ich mach das. Ich bin bereit. Warte, du kriegst jetzt arsch viel Kobbel. Na, so viel brauche ich aber gar nicht. Du brauchst ja auch hinterher. Du kannst ja dann hinterher ja, über die Dingens. Echt. Das hört auch nicht auf. Oh. So. Ich wusste, na gut. Kann man nochmal gebrauchen. Oh, 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 oh. So. Nein, wo habe ich denn den Dirt hingepackt? Scheiße. Okay, dann muss ich über meinen alten Weg. Über den alten Weg. Der Weg der Indianer. Na, 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 na. Okay. Das Übel allen Ursprungs. Das Übel allen Ursprungs? Das Ursprung allen Übels. Hast du gerade verkehrt rum gesagt? Was habe ich denn gesagt? Das Übel allen Ursprungs. Jetzt im Kino. Ja, das ist wieder typisch. Oh, typisch Anna. Das ist auch ihre neue YouTube-Sendung. Erzähl nicht so ein Mist. Die glauben das und dann sind sie enttäuscht. Die haben auch einen Namen. Zum Beispiel Jonathan, Josef, Marcel, Vanessa. Ibrahim. Hallo Vanessa. Was? Ach nee, es ist Sandstone. Scheiße. Ich hab diesen ganzen Sand. Pack ich die Wolle mal einfach hin. Willst du dich dann selber um deinen Bahnhof unter deinem Haus kümmern? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist besser, ne? Natürlich. Da machen wir aber noch was natürlich. Richtig. Da machen wir noch was richtig sexuell Erregendes. Du nur wieder. Ich nur wieder. Ich alter Schlingel. Ich überlege, ob ich jetzt erst die Stelzen unten mache. Oder ob ich jetzt erst das obere auf der Brücke mache. Das sei völlig dir überlassen. Wie schnell du auch baust, das ist unfassbar. Ja, das waren jetzt schon zwei Folgen in der 40 Minuten. Wenn du mich suchst, ich bin Sand holen. Ich brauche mal kurz Sand. Wofür? Fürs Getriebe, oder? Oh. War ja nicht witzig. Nein, war er nicht. Aber er hatte einen gewissen Charme. Da stellt sich mir die Frage, oder beziehungsweise die Frage hat sich mir bereits gestellt. Jetzt stell dir einfach mal vor, Anna, ne? Wenn jemand ganz, ganz viel Luft holt, ja, um seine persönliche Existenz zu verbessern, ist er dann quasi atmungsaktiv? Mal sagen, er ist ein Aktivkohlefilter. Oh Gott. Das wird nicht besser. Nein. Ganze knicken. Was kann ich damit? Knicken. Wie bitte? Ganze knicken. Wird nicht besser. Entschuldigung, nochmal? Du verarsch mich doch. Ja. Oh Mann, lass mich doch. Ihr denkt auch alle, ihr könnt es mit mir machen. Ja, herzlich willkommen hier bei
Lifehacks. Wir können es mit Anna machen. Sag mal, darf ich mal bitte reden? Nein. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem kleinen Lifehack Minecraft, den ich euch hier gerade präsentiere. Halt die Goschen jetzt. Du machst hier alles kaputt. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Aber jetzt müsste das doch eigentlich aufhören, das Wasser. Ja, das Wasser hört nie auf. Jetzt hat's. Ich habe hier nämlich eine kleine Sandgrube. Ist das gleich schon wieder dunkel? Ja. Was soll denn das? Das ist auch gerade sehr irritierend. Not amused. Oh, aber hier, wenn man schon mal in so einem trockengelegten See Eisen findet, dann muss man den Eisen leider auch mitnehmen. Die Kohle lasse ich jetzt aber mal hier. Ich brauche nur noch ein bisschen. Oh, vorsichtig, Fabian. Ja, ich heiße Fabian. Hallo. Na, angenehm. So, und jetzt aber. Da baue ich nochmal irgendwie eine Angelfarm oder so. Das merken wir uns mal. Ups. Beziehungsweise, ich packe mir den. Achso, mein Stream ist im Übrigen beendet, ne? Achso. So, können wir uns kurz ins Bett legen? Nein, können wir nicht, weil ich gerade mitten in der Walachei bin. Ja, aber ich bin bald zu Hause. Ich musste nur kurz einen Zombie schlachten. Da hat die Anna einfach schon mal den Großteil der Brücke fertig gebaut. Es ist ein ganz famoses Frauenzimmer. Hier ging es irgendwo runter. Genau. Du kommst schon wieder mal am Skelett die Treppe hoch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das da kommt. Im Lager? Nee, hier meine Treppe zu meiner Sommerresidenz. Okay, das weiß ich auch nicht. So, warte, ich bin gleich im Bett. Ah, ich könnte hier aber mal Fackeln aufstellen. Jo. Tuck. Ich liege. Tuck. Aber du ja, nicht. Na toll. Na toll. Anna. Ich hab da zwei Fackeln hingepackt. Anna. So, es sind Monster in der Nähe. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, da läuft ein Zombie vor meiner Tür rum. Ich meine vor meinem Fenster. Im Real Life, ja. Gut, ich gehe mein anderes. Aber ich bin doch hier. Ich stalke dich doch nicht durch dein Fenster, wie ich sonst jeden Abend tue. Nicht so wie andere Menschen. Was? Hallo, Stalker. Ein sehr ernstes Thema. Ich bitte dich darüber, keine Witze zu machen. Es war kein Witz. Du bist ein Stalker? Ja. Was mache ich denn hier eigentlich? Ui. Das ist doch auch eine Fackel. Warum kam denn hier denn... Naja, egal. Quatsch. Da. Na, 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 na. So, mal ganz kurz hier. Zack, zack. Alles auch nochmal fertig. So, Anna. Hast du zufälligerweise irgendwo noch Gunpowder, das du erübrigen kannst? Ja, in fast jeder Truhe. Du brauchst das auch nicht, ja? Also kann ich mich bedienen. Ja, ja, bedien dich. Ich bin bedient. Was soll das? Bam, bam, badam, bam, bam. Bam, 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 bam. Fast jeder Truhe. In der Essenstruhe schon mal nicht. Hier ja, aber in mehreren Truhen. Ja, ja. Warte mal, wofür brauchst du Gunpowder? Nur so. Zeitvertreib. Ey, ich habe in einer einzigen Truhe im Lager Gunpowder gefunden. Willst du mich verarschen? Junge? Ja, ich habe aber definitiv in meinem... Ah, im Hause. Im Na, Hause. Was? Im Hause Anna. Im Hause Anna.
Oh, übrigens, wenn die Tajur am Duschen ist, dann wird die Ananas. Entschuldigung. Baratz. Zack. Also bis jetzt habe ich insgesamt in 2 Truhen Gunpowder gefunden. Also alleine in der Romarin müssen bestimmt 3 Gunpowder sein. Jetzt bin ich auch in der Sommerresidenz, waren sogar 4. Siehste. Achso. So. Schön hier. Alter, Anna, du hast doch echt einen Weg, was du hier schon alles gebaut hast. Unfassbar. Wenn, hast du eine Minute? Ja. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn sie sich dazugesellen würden zum Weihnachtsmann. Warum? Nur so. Oh nein, oh. Das war mir so klar, warte, ich bin auf dem Weg. Lecker Rotten Flash. Du weißt, dass das mir hier die Hälfte mit wegsprengt. Nein. Also zumindest von der Mauer. Nein. Aber mach mal. Ich überlege gerade, wie ich am besten platziere. Ich habe jetzt noch 3 TNT. Ja, also einmal würde ich es hier oben auf den Baum platzieren. Nee, den Baum will ich ja gar nicht. Den Baum hacke ich ab. Ich wollte eigentlich nur den Weihnachtsmann sprengen. Ach so, ja, dann reicht erstmal eins. Du weißt nicht, wofür du das vielleicht noch verhaltest, lieber. 2. Nein, das gibt eine zu große Explosion. Nein, das passt schon. Doch. Anna, das passt schon. Wir werden hier einfach mal die Kisten, weil die kann man noch gebrauchen. Die sind leer. Recht hast du. Möchtest du zünden oder soll ich zünden? Nee, du machst es. Zünd den Knaller. Komm, dann komm doch wenigstens her und guck's dir an. Ja, warte, lass mich die Truhen hier noch mitnehmen. Achso, die habe ich nicht gesehen. Erik, wenn du das hier siehst, das ist nichts gegen dich, sondern wir beenden jetzt einfach gemeinschaftlich hier die Weihnachtssaison. Bist du soweit? Ich bin soweit. Okay, 3, 2, 1. Oh, toll. Ich bin gerade hier rückwärts runtergefallen. Guck mal, das geht doch. Ja, du machst es zu. Mein halber Baum ist abgefackelt. Was? Ich soll den Baum auch noch sprengen? Nein. Oh, zu den Knoller. Irre. Okay, ich habe wirklich sehr viel Dirt gerade eingesammelt. Was ist denn das da unten? Das ist auch noch... Das war doch noch rote Wolle. Und vor allen Dingen hat mir der Erik erzählt, er hat... für den Weihnachtsmann, bis er das alles zusammen hatte, auch mit der eingefärbten Wolle und allem drum und dran und dem Baum und so, 2 Stunden gebraucht. Was? Ich bin ein Arschloch, oder? Leuchten wir mal hier. Hätte ich das gewusst, ne? Dann hätte ich dich den nicht zerstören lassen. Ja, jetzt kommt sie mir hier so. Jetzt kommt sie hier wieder so. Das ist auch ein falsches Huhn, diese Tajur. Unglaublich, da erstmal deabonniert. Sag das richtige falsche Huhn. Wieso bin ich ein falsches Huhn? Erstmal deabonnieren. Das war ja nur ein lieb gemeinter Ratschlag. Ich will, ich will meine Zuschauer einfach nur vor schlechten Einflüssen schützen. Nein, die Anna ist eine gute. Die ist viel zu gut für alles. So. Oh nee, das ist voll langweilig, hier ein Loch mit Erde. Was? Ich sag, hast du verstanden? Nee. Ich sag, das ist voll langweilig, voll LW, ein Loch mit Erde zu schließen. Und dann kann man es noch nicht mal richtig. Wenn du Brücken bauen könntest, dann würde ich ja sagen, weiter. Ich bin sehr froh, dass Discord die Nachricht gerade abgebrochen hat. Aber du weißt, was ich gesagt habe. Ja, ja, ich habe trotzdem keinen Bock auf Brücken bauen.
dann hacken wir hier noch das. Aber es ist so wichtig, Brücken zu bauen. Für die Menschen auch, also. Ja, ich glaube, zum Beispiel für die, die keine Brücken. Man klaut immer bei den Besten. Also bei mir war es eben keine Absicht. Nee, das war auf diesen Spruch für die Menschen bezogen. Ach so. Scheiß auf Menschen. Was, ich soll auf Menschen scheißen? Anna. Was? Hast du heute wieder zu wenig Auslauf gehabt? Ich habe meine Pillen vergessen. Ich habe sie verlegt. Ich hatte es befürchtet. Super leid. Ich schlage hier gerade den Baum klein. Aber das dauert voll lange. Aber hey, Holz. Na toll. Mir ist die Spitzhacke gebrochen. Die Spitzhacke, die Axt. Die Axt. Die Axt ist die Axt. Na, 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 na. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich gerade Stickies gemacht habe. Ich hatte noch welche. Ich weiß, du neunmal kluger Fratz, der mich hier beobachtet. Aber irgendwie sieht das voll kacke aus. Naja, es wird ja noch anders. Ich weiß nicht, wie ich die Stelzen anders machen soll. Das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe nicht mal geguckt. Ja. So, es ist, Anna, es ist auch gleich wieder soweit, ne? Ui. Oh, ich bin. Hat jemand einen Tipp für Brücken? Dann bitte mal reinschreiben. Ansonsten übernimmt jetzt wieder Dr. Crappy. Übernehme ich? Oh nein! Nein! Scheiße! Oh gut. Ich habe versehentlich gerade. Also ich schwöre dir, es war wirklich versehentlich. Ich wollte auf Erde gehen, weil ich mir hier so eine kleine Erdbrücke kurz bauen wollte, um da was abzuschlagen. Und ich mache das ja nicht mit Tastenbelegung, ich meistens über Scrollrad. Und genau in dem Moment, als ich klicken wollte, bin ich anscheinend nochmal aufs Scrollrad gekommen und habe eventuell den Baum kurz angezündet. Aber es ist wieder okay. Oh, Spruce Saplings, geil. Hier, ciao. Hallo? Willst du mir jetzt sagen? Ich wollte gerade sagen. Okay, Anna, ich verziehe mich mal ganz kurz ins Lager. Um da zu nächtigen gleich. Da können wir auch diese Folge beenden. Das ist auch in Ordnung. Heute voll gut und viele Aufnahmen, ne? Also. Das finde ich auch gut. Meine Hunde beobachten mich, während ich gegessen habe. Ich liege schon. Ja, die wollen auch was. Ja, und ich logge mich ganz kurz aus, weil ich bin zu weit weg von. Ja, okay. So. Ja, liebe Freunde, dann bedanken wir uns ganz recht herzlich an dieser Stelle fürs Zuschauen und Mitfiebern, fürs Ertragen meiner Person und fürs Bewundern von Tayur, so wie ich das jeden Tag tue. Jeden Tag, den Gott mir gegeben hat, ist ein guter Tag, weil ich Anna kenne. Oh, ich bin so süß. Gibt ja noch nicht so viele gute Tage. Ja, daran gemessen, stimmt. Okay, Freunde, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns auch das nächste Mal einschaltet. Däumchen wären Träumchen und Abo nicht vergessen. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, vielen, vielen Dank. Bis dahin. Euer Dr. Crappy, eure Tayur, bis dahin und bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Er sagt nur noch bis dahin. Bis dahin und ciao.